jetzt nicht zum Pennen, sondern wenn ihr das Fläschchen nicht nehmen wollte, hat der immer so einen wunderschönen Speed aus seinem Programm gespielt. Johnny Walker. Das hat er natürlich nicht gesungen, er hat die Kinderversion gesungen. Ne? Apfelschorle, du bist mein bester Freund. Apfelschorle, du hast immer geschäumt. Apfelschorle, du prickelst schön im Mund. Schorle, du bist total gesund. Wolle Petri zum Beispiel hat einen seiner Hits nur geschrieben, weil sein Sohn damals nicht pennen wollte, ne, und ein bisschen Probleme mit der Verdauung hatte. Dann wird einem auch der Text klar, was ja dieses beschissen war die Nacht. Du hast ins Bettchen gemacht. Dann kapiert, ja, logisch, ne? Was ich super schade finde, dass mein alter Freund Udo Lindenberg keine Kinder hat. Ihr überlegt mir, das wäre doch wohl großartig gewesen. Udo, Mr. Cool, hätte sich noch so einen kleinen Eierlikör vorher reingehauen, hätte dann so seinen Sohn in den Schlaf gesäugt, so als Sigi Sandmann. Also, fürs Patching gedacht, doof, Kindchen, doof. Erwachsene sind doof. Tauschst du am Matratze vor, bis übermorgen früh mein Sohn den Ding. Johnny Walker, Schorle, du bist mein bester Freund, du hast immer geschäumt. Und Schorle, du bist total gesund. Hat einen seiner Hits nur geschrieben, weil sein Sohn der Text klar, was er dieses ihr überlegt euch, das wäre doch wohl großartig gewesen. Hätte dann so seinen Sohn in den Schlaf gesäugt, fürs Patching gedacht, doof, Kindchen. Tauschst du am Matratze, wo mein Sohn den Ding.